haue ich den kaputt. Mit der Beacon-Rüstung passiert euch hier eigentlich auch nichts. Alleine hat er schon mehr Chance, dich... Oh, 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 oh. Ryan Little. Oh, oh. Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen bei einem neuen Video von mir. Ich mache heute mal was Spezielles mit euch und zwar schlagen wir zwei Fliegen mit einer Klappe. Ich will mal alleine ins End. Wir schauen mal, ob ich das hinkriege, den Drachen alleine zu klatschen. Sollte eigentlich gehen, mit dem Equipment geht einfach ein bisschen länger als im Team. Und zusätzlich kann ich euch zeigen, für die Leute, die vielleicht noch nie im End waren, wie man das überhaupt hier auf Horseblocks genau angeht. Zuerst, natürlich, ganz wichtig, sich richtig ausrüsten. Dafür würde ich empfehlen, wenn ihr fliegen könnt, wenn ihr gut fliegen könnt, nehmt eine Elytra mit, denn mit der könnt ihr viel schneller an Orte gelangen, wo es dann geilen Stuff hat, wie Reparatur-Items und so weiter. Dann braucht ihr natürlich einen Bogen, um die Endkristalle auf den Türmen beim Enderdrachen abzuschießen. Best mit Unendlichkeit, da müsst ihr nicht so viele Pfeile mitschleppen. Ich nehme immer Enderperlen noch mit, könnt ihr auch dort farmen, weil ich kann nicht in das Portal fliegen, was dann in die weitere Welt geht. Ich schaffe das nicht. Dann baue ich mich meistens hoch und werfe eine Enderperle rein und kann dann weitergehen. Ein bisschen Schalkerkisten wären auch nicht schlecht, weil wenn ihr dann viel Stuff dabei habt, könnt ihr etwas hier reinpacken und habt wieder Platz im Inventar. Natürlich Raketen, um zu fliegen. Dann haben wir eine Spitzhacke, ganz normal, nichts Spezielles hier. Habe ich noch ein Diaschwert, einfach auch ein Diaschwert halt. Und dieses Mal habe ich noch ein bisschen mehr ausgerüstet. Normalerweise nehme ich einfach normale Goldäpfel mit, aber wenn ich alleine jetzt da drin bin und der Drache wahrscheinlich nur auf mich getriggert ist, habe ich mir noch zwei verzauberte Goldäpfel mitgenommen. Einen Regenerationstrank und Stärketrank habe ich mir auch mitgenommen, damit ich den ein bisschen schneller down kriege. Ja, außerdem braucht ihr 25.000 Mark für den Eintritt. Den bezahlt ihr, sobald ihr in das Portal geht und die Instanz erstellt habt. Wie das genau geht, kann ich euch jetzt kurz zeigen. So, in der Lobby angekommen, könnt ihr einfach auf den Enderman klicken hier. Und da kommt ihr schon zum Portal. Hier könnt ihr euch dann versammeln mit eurer Crew, die Leute, die ihr dann einladen wollt, um mit ins End zu kommen. Wenn ihr dann so weit seid, dann macht ihr den Befehl slash Instanz. Dann wird eine Instanz erstellt. Wenn ihr dann ins Portal geht, dann beginnt der Endrun bereits. Das heißt, einfach nicht ins Portal gehen direkt. Sonst seid ihr alleine da drin, so wie ich nachher. Instanz. Jetzt habe ich richtig falsch geschrieben. Okay, Instanz. Dann könnt ihr noch slash Instanz invite machen, irgendeinen Namen eingeben und diesen dann einladen für ins End. Da sind sicher so bis zu 10 Leute, geht das gut. Nachher muss man vielleicht schauen, ob es zu viele Leute sind. Das ist euch überlassen. So könnt ihr dann Leute hinzufügen. Die müssen dann bei sich im Chat die Einladung annehmen. Und wenn dann alle bereit sind, müsst ihr eigentlich nur noch hier reingehen. Beziehungsweise der, der die Instanz erstellt hat, muss reingehen. Die anderen werden einfach nachgezogen. Ich werde das jetzt mal machen. So, hier im End natürlich die Enderman nicht zu stark anschauen. Ich mache mir jetzt mal hier ein bisschen Regeneration hätte ich eigentlich auch sein lassen können. Ich gehe jetzt mal diese Kristalle hier abschießen. Oh, daneben. So, alleine geht das natürlich ein bisschen länger wie in einem Team. Darum ist es gut, wenn ihr nicht alleine hier reingeht.
Ja, ich weiß. Penner. Oh, den auch getroffen. Okay, ich glaube, jetzt muss ich noch die in den Gittern hier zerstören. Und dann haben wir das bereits geschafft. Ich baue mich hier meistens auf. Und dann haue ich den kaputt. Mit der Beacon-Rüstung passiert euch hier eigentlich auch nichts. Na, komme ich da noch hoch? Ja, perfekt. Und schon wieder drin. Perfekt. Dann haben wir den bereits diese Kristalle geklärt. Jetzt kann man auf den Drachen gehen. Oh, wenn man ihn sehen würde. Ja, ich weiß schon, dass du mich jetzt noch einmal abfacken wolltest. Oh, jetzt ist er am Boden. Wenn er am Boden ist, hier gleich drauf. Auf den Jungen. Am besten hätte man noch auf die Zeit geschaut, was ich wieder nicht gemacht habe. Bisschen die Musik, die Lautstärke hier runterstellen. Wird von 50, weil im End selber habt ihr 20 Minuten Zeit. Und ihr wollt ja auch noch ein bisschen was looten gehen. Komm schon. Ich muss dich doch treffen. Jetzt fliegt er da rum. Oh, da oben hat es noch einen Kristall. Hm, das ist nicht gut. Den muss ich noch kurz beseitigen, weil dann kann er sich ja heilen. Den habe ich vergessen. Gut. Aha. Penner. Das Gute ist, ich hatte Dornen drauf. Hast du ein bisschen Schaden bekommen? Okay. Wo bist du, Junge? Oh. Schießt er einfach auf mich? Ja, wo ist der jetzt wieder hin? Mensch. So, jetzt werden wir dich töten. Ja, ich weiß, du immer mit deiner Magie. Am besten gehe ich nicht zu weit hier von der Mitte weg, weil wenn er runterkommt, dann will ich ihn, den Atem kann man ja mit Flaschen einsammeln. Oha, jetzt bist du unten. Perfekt. Jetzt holen wir dich ein bisschen runter mit der Energie. Lebensenergie. Oh. Spinnst du oder was? Mann. Alleine hat er schon mehr Chance, dich... Oh, 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 oh. Oh, oh. Nein. Ah, das war nicht gut. Das war nicht gut. Gleich mal einen Apfel essen. So. Hey. Er ist schon ein bisschen aggressiv auf mich, muss ich sagen. Schon ein bisschen aggressiv. Normalerweise, wenn ihr nicht alleine hier drin seid, dann ist er ja auch noch ein bisschen aggro auf andere. Dann ist das Ganze noch ein Stückchen einfacher. Mensch, jetzt sitzt er hier 2 Sekunden unten. Komm schon. Bin ich schon wieder in dieser lila Wolke? Ja. Natürlich. Mensch, man müsse eigentlich auch mal noch treffen. Und runter kommt er auch nicht so gerne. Mensch, 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 Mensch. Der macht es mir hier gerade ein bisschen schwierig. Okay, aber jetzt kriege ich dich, du Sack. Jetzt haben wir ihn. So, im gleichen Atemzug können wir uns hier gleich mal kurz noch so eine Fackel holen. Die brauche ich dann für das Ei. Hier kommen die Level runter, die unbedingt einsammeln. Das sind ganz, ganz viele Level. Hier einmal draufschlagen, dann sollte das Ei irgendwo landen. Das können wir ja dann mit der Fackel abbauen. So, auch unbedingt mitnehmen.
dann hat sich da hinten so ein Portal aufgemacht. Ich glaube, jetzt haben wir etwa 5 bis 7 Minuten. Ah, oh, es ist richtig an einem ekelhaften Ort gelandet. Jetzt muss ich mich darüber bauen, weil ich kann definitiv, ich kann da nicht reinfliegen. Das geht bei mir nicht so gut. Das ist überhaupt nicht meine Stärke. Darum baue ich mich meistens hoch oder man hat jemanden dabei, der da hochfliegen kann und reinfliegen. Beziehungsweise das Loch da auch trifft. So, dann gehen wir mal noch ein bisschen nach oben. So. Okay, jetzt sind wir gleich da drüben. Und für das habe ich die Enderperlen dabei. Die kann man dann am besten einfach so reinschmeißen. Und dann landet man schon hier. Hier gibt es mehrere Richtungen, die man gehen kann. Eine Richtung kommt dann eigentlich nur noch schwarz. Ich glaube, das ist eher in die Richtung oder so. Ich gehe jetzt mal nach Westen. Hm? Westen? Ich fliege jetzt einfach mal nach Westen. Nice wäre es, wenn ich gleich eine Festung finde. Minuten sollte ich jetzt locker noch haben. Ich glaube, es sind sogar noch mehr. Aber nicht viel. Also eine Festung kriegen wir, glaube ich, schon hin. Damit ich euch das zeigen kann. Ja, wobei, die Festungen hat man ja schon öfters in den Streams gesehen. Ja, wenn man alleine im End ist, ist der Drache schon ein bisschen mehr auf einem getriggert. Oh, hier haben wir gleich zwei Festungen. Das ist ja nice. Dann gehen wir nachher nach Norden, ist das okay. Sogar zwei Schiffe. Sehr gut. Dann lohnt sich dieser Run fast noch. Das ist sehr schön. Diese Kugeln wäre am besten, wenn man sie abwehren kann. Ja. Dann fliegt man auch nicht immer so dumm herum. Das natürlich alles mal Runde mitnehmen. Nehmen wir mit, nehmen wir mit, nehmen wir mit. Okay, oh, der Pity ist online. Die Schalker für das ganze Zeugs, was man ja sonst irgendwie irgendwann keinen Platz mehr hat. Oh, eine Reparaturschaufel. Ist jetzt nicht so krass, aber... Aber ja. Hier oben hat es auch immer eine Schalker. Die steht immer hier. Gut. Ah, nee, nicht mich abschießen. Dann den Drachenkopf hier vorne natürlich nicht vergessen. Meiner. Und dann kann man eigentlich schon wieder auf die Festung fliegen. Hier baue ich mich meistens immer diagonal hierzu. Da rein, dann sehen sie dich nicht. Und hier hat es immer zwei Kisten. Dann kann man das Zeug hier mitnehmen und dann gleich weitergehen. Da hinten hat es auch Kisten, das sieht man schon von hier. Zwar waren die auf der Seite hier. Da baue ich mich auch einfach von oben rein. Ist meistens irgendwie im Praktischen, wenn man da ein bisschen den Schalkern aus dem Weg gehen kann. Klappt natürlich nicht immer. Ich schmeiße jetzt hier noch, weil ich Zeit habe und eh rumfliege, etwas in meine Ender-Chest. Dann schauen wir mal, ob hier auch noch was drin ist. Ich habe meistens die ganze Zeit eine Elytra an. Im End. Weil ja, ihr seht ja, man fliegt viel herum. Man fliegt eigentlich wirklich viel einfach ein bisschen in der Gegend rum. Jetzt kann ich mal wieder einen Apfel essen. Da hat es wahrscheinlich nichts drin, da auch nicht. Ja, das war es eigentlich schon mit der Festung. Ne, da hinten vielleicht noch. Oder war ich jetzt da schon drin? Doch, das war die, wo ich schon drin war, oder? Ja. Okay, dann war das Norden, war die andere Festung.
Gehen wir die andere Festung auch noch schnell clearen. Da hat's doch, da sehe ich gute Sachen. Da sehe ich doch gute Sachen drin. So, ich mache mir hier noch einen Stärketrank rein, damit ich die lieben Schalker ein bisschen schneller klein kriege. Jetzt ist die einfach abgehauen, wie so eine kleine, wie so ein kleiner Angsthase. Was ich jetzt aber definitiv mache, ist hier mein Inventar aufräumen. Und zwar das ganze Zeugs hier rein, was ich nicht brauche. Sonst habe ich nachher zum Schluss, wenn es knapp wird, keinen Platz für die wichtigen Dinge. So. Gehen wir den da oben einmal klatschen. Oh, da vorne ist er. Da ist der böse Junge. Oh, nee. Ah, habe ich ihn. Komm schon. Ja, sehr gut. Habe ich erwischt. Hier gibt es natürlich verschiedene Strategien im End, um guten Stuff zu kommen. Entweder man geht so wie ich, einfach auf die Türme, wo Reparatur-Items drin sind. Oder man sagt sich, ja, ich brauche mehr Schalker. Das kann natürlich auch sein. Lohnen tut sich aber wahrscheinlich am meisten die Reparatur-Items. Also das ist eine gute Festung hier, muss ich sagen. Da hat es einige Kisten, die man looten kann. Da gehe ich immer gleich um die Ecke wieder raus. Da unten war ich auch noch nicht. So sehen mich die Schalker hier unten im Turm eben nicht, weil die sind schon extrem ekelhaft. Okay. Dann würde ich sagen, oh. Kommt da so ein Ding. Ich glaube, das war's. Nee, das, die hier. Da könnte noch was drin sein. Nee, hier ist nichts drin. Okay, dann gehen wir Richtung Westen weiter. Einfach mal Richtung Westen. Irgendwann nach 20 Minuten wirft's euch ja einfach raus. Ich habe extrem Glück heute. Wollt ihr mich verarschen? Ihr wollt mich doch einfach komplett verarschen. Ich muss öfters alleine ins End, das lohnt sich ja total. Jetzt ist sie schon wieder abgehauen. Ist doch einfach eine kleine Muschi. So, da habe ich jetzt noch Zeit, komm, ich riskiere es. Das hier, ich riskiere es jetzt und setze die Schalker noch. So, okay. Das war jetzt vielleicht ein bisschen knapp, weil gegen Ende solltet ihr vielleicht keine Schalker mehr setzen. Da ja gut, es gut sein könnte. Oh, ist das dein Ernst? Jetzt habe ich hier so eine schöne Festung und fliege wegen euch Drecksekten rum. Ich gehe weiter. Ich kann da immer noch den Rest holen. Okay. Irgendwas hat mein Drucker gerade Geräusche gemacht. Das verwirrt extrem, wenn man hier Vollgas am Looten ist. Da könnt's noch vielleicht was drin haben. Nee, natürlich mit der Spitzhacke. Nö. Also gut, das ist nicht so eine gute Festung. Da holen wir uns doch noch den Drachenkopf. Außer hier hat es noch was drin. Das könnte noch sein. Ja, hier ist die Kiste aber definitiv schon defekt gewesen. Ja, dann gehen wir uns noch den Drachenkopf holen. So. Und dann fliegen wir noch mal kurz nach Westen. Das wäre ja dann die Richtung da hinten. Ein bisschen Platz schaffen. Was ich nicht brauche, wird weggeworfen. Ganzen Stack von denen da. Und dann nach Westen geht's weiter. Noch eine Festung, komm schon, ich hab sicher noch 2 Minuten. Jetzt gleich noch eine Festung, das wäre nice. Ich glaub's zwar nicht, jetzt wäre es extrem unglaubwürdig. Ich hab doch schon riesen Glück.
Ich würde sagen, der Endrun hat sich schon fast gelohnt für mich. Weil wenn man normalerweise mit ein paar Leuten reingeht, dann geht der Drache schneller, hat man mehr Zeit, um hier Reparatur-Items zu suchen. Und man kann sich die Kosten ja auch teilen. Also da muss nicht einer 25.000 zahlen. Ja, sieht aber nicht so aus, als hätte ich nochmal Glück. Ich hatte ja schon ein Riesenglück. Drei Festungen hätte ich nicht gedacht, dass ich hier drei Festungen kriege in diesem Video. Was ich aber mega geil finde. Oh, eine vierte kleine Mini-Festung. Ah, da oben hat es sicher was drin, komm. Da hat es doch sicher irgendwas drin. Was Kleines, Feines ist doch schön. Ja, ja. Ja. Weiter geht's. Weiter Richtung. Richtung Westen wäre dann hier. Ja, ist nicht schlecht, dieser Run. Muss ich sagen, dass. Wollen wir mal einen Apfel essen. Auch wenn wir bald am Ende sind. Oh, noch so eine kleine Mini-Festung. Hey, was ist hier los? Das kannst du keinem erzählen, was ich für ein Schweineglück habe heute. So. Oh, jetzt habe ich dann schon gar keinen Platz mehr im Inventar. Das sind Luxusprobleme. Das sind definitiv Luxusprobleme, was ich hier habe. So. Jetzt sollte aber der Endrun eigentlich auch bald vorbei sein. Denke ich, wird nicht mehr so lange gehen. Jetzt haben wir 11 nach. 55 habe ich auf die Uhr geschaut. Das wären 6, 16. Ich glaube, da hatte ich eh schon 2 Minuten. Ja, vielleicht habe ich noch 1-2 Minuten. Das kann gut sein. Das kann gut sein. Das ist übrigens mein größtes Problem am Ende. Ich schaue nie auf die verdammte Uhr. Eigentlich sollte man sich einen Timer stellen, aber ich vergesse es jedes Mal. Sogar in einem Video, wo ich euch zeigen will, wie das End funktioniert. Aber ja, so ist das halt. Ich habe einen Antrag gestellt im Horse Blocks Forum. Ob sie da so einen automatischen Timer installieren können, ist angenommen, aber man weiß ja nicht, wie lange das geht, bis das umgesetzt wird. Ja, gut. Jetzt fliege ich einfach ein bisschen rum. Was bin ich schon? 6400 in eine Richtung? Ja, ist schon ein Stückchen. Komm schon. Eine Festung noch. Na, so ein Schiffchen. Ein Schiffchen würde ich jetzt gerade noch so hinkriegen, würde ich behaupten. Komm, komm, komm. Oh mein Gott. Und das habe ich auch noch nie gesehen, so ein Portal auf dem Schiff. Das ist ja lustig. So, wir machen das jetzt so. Ich werde hier jetzt gleich kurz direkt die Kisten leeren. Gleich mal die wichtigen Sachen hier mit. Ach, komm schon. Oh, jetzt habe ich keinen Platz mehr. Hm? Alles weg, was ich nicht brauche. Was brauche ich denn hier so nicht? Flucht der Bindung weg. Das weg. Den Rest kann man gebrauchen. Gehen wir weit noch. Das ist ein lustiges Portal hier. Ach du Scheiße. Hier hätte ich ja noch mega viel holen können. Mann. Was ist denn das für ein Loch hier? Oh, oh, oh. Oh, oh. Ah, shit. Egal, ein Reparaturteil habe ich, glaube ich, noch gekriegt. normalerweise nehme ich noch eine Ender Chest mit. Eine Ender Chest, die man aufstellen kann, damit man ganz am Schluss noch den Resten hier mitnehmen kann. Und nicht riskieren muss, dass eine ganze Schalker weg ist. Jetzt schwebe ich hier noch ein bisschen rum. Ah, Hilfe! Und bumm. Ja, komm, wir gehen mal schauen, dass ich alles so erbeutet habe. Und das ganz, ganz alleine. Ganz alleine. Ich nehme noch eine Schalke mit. Eine Schalke.
das Problem. Doch, ich schmeiß einfach das da rein. Eine Schalke noch zum Mitnehmen. So, dann platzieren wir die mal. Die zwei auch. Zack, zack. Und dann alles rein. So. Ich würde mal sagen, wir nehmen das ganze Gold und so raus. Die Eisen. Eisen. Die Eisen. Bums, die Bums. Und in der Ender Chest hatte ich auch noch ein bisschen. Das da kann ich auch. Das ist ja nicht so wichtig. Aber dann können wir mal gucken, was für gute oder schlechte Sachen wir haben. Das ganze Eisen und so. Ich meine, einen ganzen Stack Gold habe ich gekriegt. Einen halben Stack Dias, ein bisschen Eisen. Wo ist Eisen schon wieder? Und noch mehr Gold. Okay. Ganz, ganz schön nice. Ein paar Elytren habe ich. Oh, da habe ich noch Eisen vergessen. Ne, Reparaturschaufel habe ich hier drin. Ein Reparaturchest. Reparaturschaufel. Oh, da sind auch Reparaturchest. Reparaturschuhe. Okay. Fluch der Bindung, da hat es wieder Elytren und Drachenkopf. Da hat es noch eine Reparaturhelm. Der ist irgendwie ein bisschen blöd. Oh, die ist gut. Die ist auch gut. Also Picken sind immer viel wert. Ja, muss doch sagen, ist gar nicht mal so schlecht. Also ich meine, die Schaufel sind nicht mehr so viel wert. Die will fast niemand. Wegen den Beacon-Schaufeln. Die gehen immer sehr gut. Also das sind sicher 5k. Mein Drachenei habe ich ja auch. Die XP sind auch einiges wert. Ja, ich denke, war kein schlechter Run. Ich hoffe, ihr hattet Spaß, mal den lieben Winnie schwitzen zu sehen. War doch schwieriger als sonst, weil sonst hast du noch Leute, die auch mit auf den Drachen einballern. Und dann geht das auch viel, viel schneller. Aber die Endkristalle sind eigentlich nicht so das Problem für mich, wenn ich nicht einen vergessen würde. Also, danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüssi. Ciao, ciao.